For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John chapter 3, verse 16. Denn so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von XXL Info Kompakt. Der 9. November. Ein Jahrestag, den wohl keiner in Deutschland und weltweit vergessen kann. Reichskristallnacht und die Folgen daraus: Verschleppung, Ermordung und Vergasung von Millionen von Juden. Der 9. November sehen Sie hierzu einen besonderen dokumentarischen Filmbeitrag aus dem Jahre 2001, der 9. November. Dieser Filmbeitrag ist vor allem unseren jüdischen, israelischen Freunden, den amerikanischen Freunden, aber auch ganz besonders denjenigen gewidmet, die in Deutschland den Mut fassten, Widerstand gegen ein brutales Nazi-Regime zu leisten. Der 9. November 1938 und der 9. November 2002. November als Datum in der Geschichte Deutschlands, im Guten wie im Bösen, verpflichtet uns alle, die Demokratie stets auf neue zu verteidigen. Der 9. November 1938 war für viele Juden, Roma und Sinti ein Weg ins Nichts, ein Weg ohne Rückkehr. Der 9. November 2000. Bürger versuchen, ein Zeichen zu setzen. 3000 Ludwigshafener kamen in die Innenstadt. Und auch Ludwigshafens Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte wollte ein Zeichen setzen und mischte sich unters Volk. Auch für die Menschen in Ludwigshafen ein Zeichen der Geschlossenheit, wenn es darum geht, rechter Gewalt eine Absage zu erteilen. Wir sind Demokraten und wollen weiter einen demokratischen Staat, geprägt von Toleranz. Unter den 3000, die gekommen sind, um Zeichen zu setzen, sind auch Kinder und Jugendliche. Drei Kinder und Jugendliche, die gegen die Abschiebung eines ihrer Freunde kämpfen. Und der Marco, der muss wieder zurück. Der muss da. Und lebt durch seine Vielfalt. Er soll das Visum kriegen vom Oberbürgermeister und von allen anderen. Und wir wollen es hier alle, dass er hier bleibt. Und wir wünschen uns das von ganzem Herzen. Einer meiner Weihnachtswünsche ist, dass er hier bleibt. Und ich hoffe halt, dass er das Visum kriegt. Und wir wollen auch auf die gleiche Schule des Geschwister Scholl-Gymnasium gehen. Er kann noch ein bisschen weiter erzählen aus seinem Schule. Ja, wir sind auch gute Freunde. Ja, und spielen oft zusammen. Ja, und ich will halt auch nicht, dass er zurück nach Jugoslawien muss. Ja.
Jahren 2000. In Deutschlands Straßen werden wieder Menschen wegen ihrer anderen Hautfarbe oder anderer Religionszugehörigkeit über Straßen gehetzt und zu Tode geprügelt. In Ludwigshafen haben 4 Jugendliche versucht, Flüchtlinge aus dem Kosovo zu verbrennen. Rechtsradikalismus und Gewalt gegen andere ist in Deutschland wieder hochaktuell. Dazu der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Roma und Sinti von Rheinland-Pfalz, Jacques Dellfeld. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen heute Abend. Sie bekunden Ihre Solidarität mit diskriminierten Menschen und die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie gegen Rechts. Seit über 10 Jahren warne ich bereits vor Rassismus, weil die Mehrheitsbevölkerung in sehr selbstständiger Weise dazu neigt, Angehörige von Minderheiten auszuschließen und zu diskriminieren. Ausländerhatz auf den Straßen, Brandanschläge und Auschwitz-Lüge. Unter diesen Schlagworten findet die Auseinandersetzung in den Medien zum Thema Rechtsradikalismus statt. Nach massiven Gewalttaten wird auch massiv berichtet. Geht ein Ruck durch die Medien und es gibt Schlagzeilen zum Thema Rechtsextremismus. Die Häufigkeit und das Ausmaß dieser öffentlichen Diskussionen dienen zum Medienkonsumenten, also dienen dem Medienkonsumenten als Gradmesser der rechtsradikalen Auswüchse in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht immer stimmt dieser Gradmesser. Die Sinti und Roma wurden mit menschenverachtenden pseudowissenschaftlichen Methoden als Personen Art fremden Blutes ausgesäubert. Wie bei den Juden wurde systematisch der Völkermord vorbereitet. Sie verhungerten, starben an mangelnder medizinischer Versorgung, kamen bei sadistischen medizinischen Versuchen ums Leben, wurden erschlagen, erschossen und in den Gaskammern ermordet. 3000 Menschen sind nach Ludwigshafen gekommen, um ein Band gegen Rechts zu bilden. Der Rathausvorplatz, Ausgangspunkt der Demonstration, hat für den Vorsitzenden des Landesverbandes der Roma und Sinti Rheinland-Pfalz, Jacques Dellfeld, eine ganz besondere Bedeutung. Der Platz ist für uns hat eine ganz besondere Bedeutung, weil er historisch sehr wertvoll war. Hier wurden Sinti und Roma aus der südlichen Westpfalz zusammengetrieben und nach Polen deportiert. Aus diesem Anlass bin ich sehr darüber erfreut, dass heute Abend eben dieses Band gegen rechte Gewalt hier historisch gemeinsam mit den Juden stattfinden kann. Es ist auch darüber hinaus für uns ein sehr gutes Gefühl zu wissen als Minderheit, dass sich hier eine breite Mehrheit aus der Bevölkerung eben sich zusammengeschlossen hat, um eben gerade uns auch die Angst zu nehmen, weil denn wir leben in diesem Land und haben tagtäglich mit Rassismus und Diskriminierung zu tun. Im Sommer diesen Jahres haben 4 Jugendliche aus Ludwigshafen-Oppau versucht, 4 Flüchtlinge aus dem Kosovo zu verbrennen. Ebenfalls Kinder und Jugendliche, eine Familie. 3000 Menschen sind nach Ludwigshafen gekommen, um gegen Rechts zu demonstrieren. Die Menschen und ihre Beweggründe. Erstmal, damit die Leute sich erinnern können, was an dem Tag oder dem Abend dann passiert ist und das nicht mehr wiederholt wird. Und zweitens ist es auch die Mauer in Berlin um die Zeit auch gefallen. Und da wird auch die Freiheit mehr jetzt gefeiert. Ne? Das ist schon triftige Gründe, die man nie vergessen muss. Ich bin hier, weil Rechtsradikalismus eine sehr schlimme Sache ist. Es verstößt gegen die Menschenwürde. Und ich bin der Meinung, dass die Menschen darüber nachdenken sollten, die ausländerfeindlichen Sprüche so leicht in den Mund nehmen. Naja, um Gemeinschaft zu demonstrieren, ganz einfach. Ich bin gegen die Nazis und so und ja, mitlaufen, dass die Nazis immer so viel gegen die Ausländer machen, dass sie einfach in Ruhe lassen und so. Einen kundtun, dass ich das nicht gut finde, gegen rechts. Damit diese Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus in der Gesellschaft weniger und immer weniger wird. Sind Sie schon für heute viel übergriffen geworden oder da selbst Opfer eines Opfers? Nee, ich persönlich nicht. Auch
den Rechten hier in der Stadt deutlich zeigen, dass eine ganze Menge Leute da dagegen sind und für mehr Menschenrechte. Am 9. November haben die Bürger und Bürgerinnen der rechten Gewalt ganz klar eine Absage erteilt. In Ludwigshafen gibt es noch einen ganz besonderen Fall. Ein ehemaliger Bewohner des Ex-Jugoslawiens und Familienvater, Kriegsdienstverweigerer, kämpft dafür, in Deutschland bleiben zu dürfen. Der UNHCR unterstützt ihn bei seinem Anliegen. Wir sind eine Familie aus Bosnien. Wir sind seit 91 da in Deutschland. Kurz vor Krieg haben wir Visum um 3 Monate gehabt. Und da hat der Krieg bei uns ausgebrochen. Wir haben ungefähr über 600 Unterschriften. Und dann wir erwarten von dem Bürgermeister und von Politikern, dass wir dann die Leute werden für uns was gut machen, dass wir kann bleiben in Deutschland. Dem Mann würde Gefahr drohen, müsste er nach Jugoslawien zurück. Er hat, als damals der Krieg in Jugoslawien stattgefunden hat, den Kriegsdienst verweigert. Die Menschen in Ludwigshafen haben Farbe bekannt und Gesicht gezeigt. Wir sind gegen rechts. Rechtsradikalismus und rechte Gewalt hat in Deutschland keine Chance, auch wenn es schon viel zu viele Übergriffe gegeben hat in Ludwigshafen, Oppau, in Hoyerswerda, in Dessau und an vielen anderen Stellen Deutschlands. Jeder Fall von Rechtsradikalismus oder eines Übergriffes durch Rechtsradikale ist ein Fall zu viel. Das meinten auch die Demonstranten vom 9. November 2000 in Ludwigshafen und in vielen anderen Städten. Auch wenn viele unserer Generation die damaligen Gräueltaten, die 1933 bis 1945 stattgefunden haben, nicht mehr miterlebt haben, so tragen alle Deutschen eine Verantwortung, eine historische Verantwortung, der wir uns nicht verschließen dürfen. Rechtsradikalismus, Nazis in Deutschland und dieses Dilemma, was daraus entstanden ist, das Desaster, darf es auf deutschem Boden oder anderswo nie wieder geben. Rechte Übergriffe durch Rechtsradikale, durch Nazis führen zu Verunsicherung bei europäischen Nachbarn und natürlich bei den ausländischen Mitbürgern, die in Deutschland schon seit Generationen leben und am deutschen Wohlstand, am Wiederaufbau beteiligt waren. Die Ludwigshafener Bürger und Bürgerinnen haben sich solidarisch erklärt und sind am 9. November auf die Straße gegangen, um zu zeigen, ihr seid nicht alleine Mitbürger, die aus anderen Ländern kommt. Die Bürgerinnen haben sich am Rathausvorplatz in Ludwigshafen versammelt und eine Menschenkette, ein Menschenband gebildet bis zum ehemaligen Standort der jüdischen Synagoge. 3000 Menschen haben gezeigt, dass rechte Gewalt und dass rechte Parteien in Deutschland nicht repräsentativ sind und haben eindeutig ihre Absage an rechts erteilt und sich für die Schwachen der Schwachen eingesetzt. Für Menschen, die durch wenige, die durch Minderheiten in Deutschland diskriminiert und verfolgt werden. Ausländer, Behinderte, Kranke und Schwache. Die Gräueltaten, die 1933 bis 1945 stattgefunden haben, bleiben unvergessen. Und so war es gut, dass die Menschen heute, im Jahr 2000, gezeigt haben, es ist anders als damals. Wir sind gegen rechts, Edna alt genug von der jüdischen Gemeinde. Wir müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Dies kann man ja gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern und ungeschehen machen. Wehret den Anfängen. Sicherlich gibt es heute viele Bürger, die couragiert gegen Gewalt und Unterdrückung angehen. Ihnen gilt es, Mut zu machen. Der 9. November 1938 steht für einen Wendepunkt in der schon Jahre davor begonnenen Verunglimpfung und Ächtung deutscher Bürger jüdischen Glaubens. Das Leid begann in einem Land, auf das gerade die Juden so große Hoffnungen gesetzt hatten. In jener Nacht wurden jüdische Geschäfte demoliert, Schaufensterscheiben eingeschlagen, Auslagen geplündert und Einrichtungen auf die Straßen geworfen. Wohnungseinrichtungen von Juden wurden zerschlagen und gestohlen, und die Synagogen gingen in Flammen auf.
Nahezu 30.000 jüdische Männer wurden in jener Nacht verhaftet, misshandelt und gefoltert. Entrechtet wurden sie in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen verschleppt. Knapp 60 Jahre sind vergangen nach den Gräueltaten, die 1933 begonnen haben und bis 1945, bis zur Befreiung durch die Amerikaner, angedauert haben. Der 9. November 2000. In Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und vielen anderen Städten Deutschlands haben Bürger und Bürgerinnen Gesicht gezeigt und Farbe bekannt. Wir sind gegen rechts. Das war die Dokumentarfilmreihe Human Rights, Menschenrechte 2001, ein dokumentarischer Filmbeitrag gewidmet unseren jüdischen, israelischen Freunden, amerikanischen Freunden, aber auch ganz besonders den Menschen, die damals den Mut fassten, gegen ein brutales Nazi-Terrorregime Widerstand zu leisten. Vielen Dank fürs Zusehen. Sicherlich war einiges in diesem Beitrag drin, was Sie möglicherweise nachdenklich stimmt. Vielleicht auch mal wieder ein Anlass, in der Bibel nachzuschlagen. Vielleicht aber auch ein Anlass, mal in der Bücherei, in Geschichtsbüchern nachzuschlagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie nicht gesund sein sollten, dann wären Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Andreas Klamm. Und denken Sie daran, denn so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So steht es im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. John chapter 3, verse 16.